Hallo lieber Rabenfix, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde heute ein neues Gerät testen, ein Gerät, das ihr alle kennt, aber in einer neuen Ausführung. Und das fand ich sehr spannend. Ich erzähle euch gleich, worum es geht. Viel Spaß in dem Video. Jetzt geht's los. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ja, lieber Rabenfix, das ist etwas Neues und auch nichts Neues. Was könnte es sein? Ja, ich packe es gleich aus. Mich hat eine mittelständische Firma angesprochen. Das ist immer schön, wenn mich jemand anspricht. Eine Firma aus dem Sauerland. Die Firma ist die Firma Harnischmacher. Und diese Firma bedient vor allem die Automobilindustrie mit Löttechnik, also mit gelöteten Bauteilen. Und im Vorstand dieser Firma sitzen ein paar Rasenfreaks. Und die haben natürlich meine Videos gesehen und dann haben sie sich gedacht, Mensch, hier diese coolen Rasen-Gadgets, die es so gibt, die können wir doch auch machen. Sowas finden wir cool, sowas wollen wir auch machen. Wir überlegen mal, ob das sinnvoll ist. Und dann haben sie mich angesprochen und habe ich gesagt, okay, ich komme mal vorbei. Ich schaue mal an, was ihr da so macht. Und sie haben mir einen ersten Prototypen gezeigt von diesem Gerät hier. Und sie sind sich sehr unsicher, ob sie mit so einem Gerät den Markt bedienen sollten. Und ich habe gesagt, lass uns doch mal Folgendes machen. Ich werde das mal zeigen, das Gerät, euch zeigen, meiner Community zeigen. Wir werden es also jetzt gleich mal auspacken, aufbauen, Lego, nein, Lego ist es nicht, aufbauen und dann testen. Und sie haben eine Kleinserie produziert, wirklich nur ein paar Teile produziert. Und vielleicht kauft der eine oder andere von euch ja dieses Gerät und gibt auch der Firma Harnischmacher ein Feedback. Also sie möchten unbedingt wissen, wie ihr das Gerät findet. Und ich werde jetzt hier das Gerät mal auspacken und jetzt mal selber schauen, was ich davon halte. Ihr braucht ein Messer, selbstverständlich. Man braucht immer ein Messer, um so ein Paket zu öffnen. Und du schreist, wenn die Kamera nicht funktioniert. Mal schön von einem wegschneiden. So. So, drehen wir es mal um. Da, 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 da. Okay. So, der Rasenrakel. Das habt ihr schon gesehen. Der Rasenrakel zum selber zusammenbauen. Braced by Harnischmacher. Vielen Dank für deine Bestellung. Also ein kleines Zettelchen dabei. Sehr gut. Dann hier schöne umweltfreundliche Verpackung, Pappe, da ist sie weg. Das Rakeln unserer Rasenflächen, das Sandverteilen mit einem Rasenrakel ist natürlich eine ganz, ganz beliebte Sache. So, jetzt suchen wir mal die Bedienungsanleitung. Die ist aber nicht dabei, ne? Ne, die Bedienungsanleitung gibt es anscheinend noch nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das zusammengebaut wird. Tja, wenn ich das jetzt wüsste. Okay, fangen wir mal an. Also, das sieht schon mal gut aus. So. Ja, es ist etwas für Bastler. Es ist auch etwas für Leute, die einfach Spaß haben, selber sowas zusammenzubauen. Sehr gut. Das sieht schon mal gut aus. Ach nee, die kommen nach außen. Ja, natürlich. Ja, drei in der Mitte. Logisch, Andreas. Andreas. Drei in der Mitte. Genau. Wir stecken das einfach ganz locker hier zusammen. So. Wahrscheinlich müssen wir erst die reinmachen. Also erst da rein, dann da rein. Da bin ich mal gespannt, wie stabil das ist. Da rein, da rein, da rein, da rein. Da rein. Cool. Passt da rein. So. Dann hier die Seiten rein. Und deswegen der Tisch. So, und der Witz an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass man einfach nur diese durchgesteckten Laschen hier
verkrimpen muss, also letztendlich umbiegen muss. Man nimmt also eine Zange und biegt. Die Zange ist nicht gut. Ne, das ist schon nicht so gut. Ich hole noch mal eine andere Zange. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich so eine Rohrzange geholt. Die hat aber ein bisschen mehr Kraft. Das ist ja genau der Grund, warum ich das jetzt mache. So, einfach so um circa 45 Grad verdrehen. So, ungefähr 45, vielleicht ein bisschen weniger, 30 bis 45 Grad. So, zack, zack, zack. Ja, da wäre so ein Werkzeug, was man einfach draufsteckt. Das wäre schon ganz cool. Zack, zack. Und diese Form hier, die besondere Form hier dieser Laschen, sorgt dafür, dass das richtig, tatsächlich, richtig spielfrei montiert wird. Zack, 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 wie ein Zack, wie ein Zack, wie ein Zack. Gut. Oh, da war raus. So, jetzt die andere Seite. Tja, und hier ist er raus. Das macht ja gar nichts. So, drehen wir das Ganze um. Zack. Nicht mehr zack sagen. Zack. Zack. So. Wahnsinn. Ja, es hat eine gewisse Elastizität. Aber gleicht sich wahrscheinlich dadurch auch ganz gut den Boden an. Das schauen wir gleich mal. So, das ist jetzt eine ganz normale Aufnahme hier. Und die ist tatsächlich gelötet. Hier ist die Löttechnik von Arne Schmacher zur Anwendung gekommen. Ah, cool. So. Ja, sie hatten erst überlegt, ob sie das komplett löten. Aber das war dann doch schon wieder zu teuer. Ja, das ist immer eine Frage. Ne? Made in Germany, das fand ich wiederum sehr, sehr, sehr wichtig. Nicht in China irgendwo gefertigt, sondern hier wird in Deutschland hergestellt. Ganz wichtig für mich und ich hoffe auch für euch, dass wir Produkte aus Deutschland kaufen und die auch noch einen halbwegs vernünftigen Preis haben. Aber das müsst ihr dann selbst beurteilen. Okay, jetzt hole ich noch mal einen Imbus. So, da kann sich jetzt jeder denken, wie man das zusammenschraubt. Nicht ganz fest, dass er ein bisschen Spiel hat. Oh, ein bisschen. Gut. Gut. Sehr schön. Okay. So weit ist es jetzt fertig montiert. Ganz wichtig finde ich auch, dass hier die Kanten so ein bisschen entgratet sind, dass sie nicht so scharfkantig sind. Das ist okay. Kann auch ein bisschen besser sein. Bin echt super vorbereitet. Aber so ist es. Wenn ihr das zu Hause macht, ist es genau so. Der ist zu klein. Ja, gut. Ja, da wäre schön, sehe ich jetzt schon, dass man tatsächlich das Rohr schlitzt, damit es sich ein bisschen zusammenzieht. Ist ja schön lang. Checken wir mal. Achtung, Checker. Muss er abkönnen. Soll ich ihn jetzt so rum anschrauben? Das ist gut. Gerade eben. So, dann müssen wir den hier rausschrauben. Entschuldigung. Ja, aber so hat man denn. Kauft man sich so ein Gerät, fehlt der richtige Holzstab. Die Firma Hanischmacher hat sich auch gefragt, ob sie vielleicht ihren Rasenrakel gleich mit diesem Gardena-Anschluss verkauft, also nur in dem Gardena-Anschluss, oder ob ihr vielleicht tatsächlich da die freie Wahl haben wollt, also Holzstiel, Gardena-Anschlussgeometrie oder diese Wolf-Anschlussgeometrie. Das ist natürlich möglich. Wir haben auch wichtig hier als Feedback, was ist so die gängigste Stil-Kombination, die ihr in eurer Werkstatt, in eurer Garage habt. Ist es tatsächlich Gardena? Hat jeder so einen Gardena-Stiel in der Garage? Dann ist aus meiner Sicht vielleicht Gardena die beste Lösung. Aber ich bastel jetzt hier erstmal den Stiel an. Schaut mal gerne auf die Homepage von Hanischmacher. Da findet ihr dann die aktuelle Version. Das war schon mal gut.
jetzt, da hätte man auch ein Loch jetzt durchbohren können, aber ich hau da jetzt einfach von beiden Seiten eine Schraube rein. Da wäre es natürlich gut, die Löcher wären ein bisschen versetzt. Wenn jetzt die andere Schraube trifft. Gut, das ist doch gut. Das ist doch solide. Cool. Oh, die ganzen Pappen sind gerade wieder runtergefallen. Okay. So, und jetzt, das fühlt sich schon mal gut an. So soll es sein. Die Größe ist perfekt. Aus meiner Sicht. Ja, muss ich noch sanden? Ja, natürlich, ich sande auch noch mal ein bisschen. Das ist hier mein Sand. Und hier an der Stelle haben wir noch so eine Senke. Eigentlich überhaupt hier ganz runter in der Mitte. Aber hier, gerade hier, da wo es auch ein bisschen heller ist, da ist eine Senke. Und man kann mal gucken, wenn man jetzt mal den Rahel da drauf legt, sieht man das vielleicht auch. Ja, so ein bisschen. Also hier ist Luft. Da machen wir so richtig. Da liegt er auf und hier ist ein bisschen Luft. Na, da ist, liegt er auf und hier ist etwas Luft. Das ist nicht viel, aber dazu ist Sand gut. 0,2er Sand gewaschen. Wenn ihr was über Sand wissen wollt, haben wir hier ein super Spezialvideo für euch zum Thema Sand. Sage ich jetzt nicht viel drüber. Dieser Sand ist perfekt für Rasenflächen und den rakeln wir jetzt hier rein. So, ein bisschen aufkippen. Meistens kippt man immer zu viel drauf. So. Und dann kann man schon losrakeln. Ich finde diesen Namen so lustig. Und jetzt zieht man einfach hier mit dem Rasenrakel diesen Sand auseinander. Und ihr seht, wie viel das ist. Und ihr seht auch so schön, wie jetzt hier in der Mitte mehr Sand übrig bleibt und an den Rändern sofort der Sand verschwindet. Und an den Rändern kommt das Gras wieder durch und in der Mitte liegt der Sand, weil da die Senke ist. So, sehr schön. Und das sage ich auch immer wieder, das darf keiner unterschätzen, das ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und in meinem Sand, denn da sind brutale Steinchen drin. So, und es ist ganz wichtig, dass das Gras größtenteils oder sehr viele Grashalme wieder durchkommen. Dass das Gras nicht komplett abgedeckt ist, sonst stirbt es ab. Und deswegen kann man auch nicht so viel Sand auf die Fläche bringen. Immer so nach und nach die Fläche mit Sand glatt ziehen. Das ist auch typisch. Und irgendwann hat man dann die topfebene Fläche, so wie man sie haben möchte. Und das ist irre. Nach ein paar Tagen ist der Sand wieder weg. Das ist jetzt grenzwertig. Hier haben wir so Stellen, da schon zu viel. Jetzt mache ich Folgendes. Kann man ein bisschen das Gras so ein ganz bisschen rausbürsten wieder. Kirschkern von den Vögeln. So. Ja, und das macht man dann mit 800 Quadratmeter und muss hinterher unter den Sauerstoff. Ja, es ist wirklich anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Der Stiel könnte ein bisschen länger sein. Also nehmt möglichst langen Stiel, umso angenehmer ist es. So, dann kann man ein bisschen quer machen. Aber wir wollen ja unbedingt dieses Loch hier beseitigen. Und jetzt kommen schon die Fliegen. Und genau dazu ist das Gerät da. Ja, lieber Randfix, da bin ich wieder. Es ist jetzt 2,5 Wochen her, seit ich diese Fläche hier gesandet habe mit dem Selbstbau-Rasenrakel. Und ich möchte natürlich euch noch ein persönliches Feedback mitgeben. Was halte ich nun eigentlich von dem Ding? Also, das können wir gleich besprechen. Erstmal wollte ich noch mal zeigen, wie unglaublich
schnell der Sand wieder weg ist. Das ist jetzt 200 Wochen her. Nach einer Woche war das Gras schon so gut wie komplett wieder durchgewachsen. Und jetzt muss man schon wirklich suchen hier. Dann bohren wir noch mal rein. Also, ne, das hier habe ich gesandet. Und wenn man jetzt eben hier das Gras, das ist Wahnsinn, wie das hier schon so völlig überdeckt ist. Wenn man hier mal so ein bisschen reinbohrt, da sieht man, wie da unten der Rasen, der Sand kommt. Der Rasen ist da, der Sand da unten drin ist. Ja. Also Sand ist weg. Es ist natürlich noch nicht ganz ausgeglichen, wenn man nochmal drauf hält. Ich hatte das ja hier drauf gehalten, also es ist hier immer noch eine Lücke. Ja, hier liegt er auf, also das muss nochmal gesandet werden. Aber dazu hat man ja das Ding. Ja, also fangen wir mal an. Erstmal super Edelstahl. Das ist schön, rostet nicht. Dann in Deutschland hergestellt, super. Kann ich immer voll unterstützen, finde ich klasse. Zum Zusammenbauen, ja, macht Spaß. Ist natürlich eine einmalige Geschichte. Spart ein bisschen Geld, dadurch ist das Gerät ein bisschen günstiger als vielleicht die Wettbewerbsprodukte. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das vom Preis attraktiv findet oder nicht. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Die Dinger haben halt ihren Preis. Was ich nicht ganz so gut finde, ist einmal hier diese Aufnahme von dem Holzstab. Das könnte man anders gestalten, sodass man hier ein bisschen eine bessere Klemmung kriegt. Aber funktioniert. Immer einen möglichst langen Holzstab nehmen, hatte ich ja schon mal gesagt. Und was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass das ganze Konstrukt doch ein bisschen elastisch ist. Ja, das kann man positiv oder negativ sehen. Einmal gleicht er sich natürlich dadurch etwas besser den Konturen des Rasens an. Auf der anderen Seite hat man natürlich nicht so eine starre Platte, die man über die Rasenfläche schiebt. Und dadurch wird aus meiner Sicht der Sand vielleicht nicht so ganz eben verteilt. Also ja, das ist deutlich anders als bei den anderen Geräten. Wie weiß ich das jetzt hier mit den Verkrimpungen hier bewährt? Kann ich nicht sagen, muss man abwarten, ob die irgendwie wie Spiel kriegen. Dann kann man sie natürlich nachziehen. Das kann nur ein Langzeittest zeigen. Den habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, ansonsten ist auch ein schönes Gerät. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn einer so ein Ding gekauft hat, auch mal gerne Kommentare reinschreiben. Es gibt, wie gesagt, nur ein paar Stück, weil das ein Test ist von der Firma Hanischmacher, ob sich halt dieses Gerät im Markt behauptet, ob ihr das gut findet oder eben nicht. Von daher hoffe ich mal, dass es ein paar Leute kaufen, um halt ein Feedback zu geben. Ja, schaut auf die Homepage, da findet ihr alles, habe ich unten verlinkt in der Beschreibung. Und das war's jetzt mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak sagt tschüss. So, fertig. Und wenn ihr weitere Videos von mir schauen wollt, dann ist das hier mein neuestes Video. Und dieses Video, das hat der Algorithmus extra für euch ausgesucht. Und wenn ihr die Videos gut findet, gebt mir gerne einen Daumen. Und wenn ihr mich abonniert, freue ich mich. Ist auch völlig kostenlos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.